Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Son und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5. Wir sind Maria Theresia und versuchen die Welt zu erobern auf dem... Wieso können die zweimal angreifen? Ist unser großer General jetzt auch tot? Nee, ne? Da ist er. Huiuiui, das war knapp. Das hätte nämlich jede Menge Kampfstärke gekostet, wenn wir den verloren hätten. Aber jetzt sind wir ja endlich mal soweit, hier vor den Toren Seouls zu stehen. Und haben aber keinerlei oder fast keine Fernkampfeinheiten, um die Stadt irgendwie bereit für zum Einnehmen zu machen. Eieieiei. Bleib mal dort. Nee, kannst du ihn angreifen. Da du ja im feindlichen Gebiet bist, wirst du ihn nicht heilen können. Oh ja, hier das Vatcha angreifen. Da geht unsere Armee dahin. Wir können schon wieder was klauen. Eure öffentliche Verwaltung, sehr gut. Ja, Linz, bau mal Musketier. Wir müssen wieder eine Armee aufbauen. Ja, diese Spezialeinheiten, diese Vatchas sind echt sehr gut. Als ich mit Korea gespielt habe, habe ich das auch gemerkt. Leider kämpfen sie jetzt gegen uns. Naja. Jetzt ist die Frage. Du kannst ja unwegsames Gelände ihn hier angreifen. Dann versuchen wir mit dir in zwei Runden hinzukommen. Du unterstützt die Truppen im Norden, wenn du das überhaupt schaffst. Ah, schnelle Truppen hätten wir gebraucht. Da hätten wir auch früher dran denken können. Jetzt schon angreifen. Ach Gott, das ist doch der General. Ja, mach mal nix. Nee, das bringt jetzt nichts. Aber wenn wir euch jetzt einfach nur stehen lassen, dann werdet ihr von den Vatcha. Aber es ist ja nur ein Vatcha. Greif schon mal an, mach den schon mal ein bisschen Muffenshausen. Minus 47. Minus 46. Naja. Warum kannst du dich eigentlich nicht bewegen? Ach, weil du jetzt mal angreifst. Jetzt zwei. Okay, aber du müsstest doch jetzt langsam aus sicher auch mal tot sein. Wenn wir die Vatchas erstmal kaputt haben, dann wird alles besser. Hoffe ich doch. Ich hab's noch gesagt. Das ist zu hügelig hier alles. Oh, jetzt hat er die zur Vorteilung bekommen. Okay. Und du musst hier auch von zwei jetzt einstecken, auch von den Kompositbogenschützen. Na gut. Aber wir weichen sie wohl langsam auf. Das machen wir folgendermaßen. Nee, nicht annektieren. Oh. Ja, das Pferd muss hierher, um die Vatchas von außen. Und wir brauchen so oder so Verstärkung. Alles, was wir jetzt haben, muss für als Verstärkung erhalten. Wird doch noch schwieriger als gedacht. Da kommt noch ein bisschen Spannung auf, möchte ich fast behaupten. Möchte ich nicht nur fast behaupten, behaupte ich. Fortify. Nächste Runde. Worauf wollte ich hinaus? Ja, ich habe mir ja dieses Mikrofon gekauft, das nichts ist. Und kann es beim besten Willen nicht weiterempfehlen. Was ich auch nicht empfehlen kann, ist Seoul anzugreifen, das so liegt, wie es nun mal liegt. Einheit wurde getötet, das war abzusehen. Ha, der Kompositbogenschütze kann gar nichts ausrichten. Jetzt können wir endlich mal hoffentlich das eine Vatcha platt machen. Ja, sieht sehr gut aus. Dann haben wir schon mal eine Sorge weniger. Und ihr werdet jetzt einfach Stück für Stück die Stadt aufweichen, bis wir dann mit einer Nahkampfeinheit hier rumstehen, um die Früchte unserer harten Arbeit abzuholen. Ich hoffe, das wirst du sein. Denn, ja, da kommt ja nichts nach. Wo ist denn? Haben wir hier nicht noch irgendwie eine Armee? Eine Schattenarmee am Start? Nee. Genau. In diesem Paket war außerdem, in dem das Mikrofon war,
Salzburg ist zu einer anderen Religion konvertiert. Ja, mein Gott, Religion ist mir jetzt gerade egal. In dem Paket war außerdem noch dabei... die Ersatzgrafikkarte, die ich da benutzen werde. Wenn ich meine jetzige Grafikkarte dann einschicke, denn sie rödelt ja ganz dolle schlimm. Wenn ich sie nicht gerade hochstelle auf 70% Lüfterleistung, das ist dann schon relativ laut. Was irgendwie blöd ist, nicht nur irgendwie, es ist blöd, da ich beim Zusammenstellen des Computers extra darauf geachtet habe. Du gibst deinen Angriff hier nicht auf. Dann geh du lieber hier hin, genau. Der große General steht hier schon seit einiger Zeit sehr unsicher. Malus gegen Städte, na, große General, sehr gut. Bei dir, wir heben die Sofortheilung auf. Schicken dich... Ne, du hier und du gehst über den Fluss, damit du nicht über den Fluss angreifen musst. Ja. Dann haben wir ja doch noch eine Nahkampfeinheit hier oben, die Seoul dann einnehmen kann. Oh, die sehen schon sehr schwach aus. Oh, ich habe gedacht, das schaffen wir nicht, aber könnte werden. Genau, die Grafikkarte, das bedeutet, ich werde jetzt mehrere Folgen am Stück aufnehmen, um dann einen kleinen Puffer zu haben, während ich meine alte Grafikkarte einschicke. Denn Civilization 5 ist zwar in Anführungszeichen nur ein Strategiespiel. Krass, wir haben tatsächlich verloren. Hätten wir dann doch lieber gleich die Sofortheilung nehmen sollen und sie uns nicht aufheben. Naja, also ich habe gesehen, schon wieder was klauen. Ritterlichkeit, sehr schön. Ja, ich habe gesehen, dass wir da ihnen eine Beförderung geben können. Aber, ja. Religion verbessern? Nee, ich würde fast sagen. Egonsonismus in Wien ist da. Weiß nicht, in Salzburg, dass wir unsere Religion dann doch noch verbreiten. Zumindest in den eigenen Ländern. Ich weiß auch schon gar nicht mehr. Nee, du kannst die Religion verbessern. Aber da wir eh keine Städte mit unserer Religion haben, bringt das ja keinem wirklich was. Ihr greift erstmal an, bevor ich mich dann dazu entscheide, was ihr hier unten macht. Schaffst du das? Oh, das tut weh zu sehen. Guckt euch die Statistik an. Ah, nächste Runde wird er bestimmt nicht überleben. Naja, warten wir halt noch ein paar Runden mehr. Ich bin jung, ich hab Zeit. So. Genau, denn obwohl es nur ein Strategiespiel ist, in Anführungszeichen, bedarf es schon einer ordentlichen Rechnerleistung, da ja hier alles 3D gerendert, animiert ist und von daher... Oh, wir haben ein neues Ziel, diesen Havatscha hier. Oh Gott, oh Gott. Hart im Nehmen, für das, was eine Belagerungseinheit ist. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin. Wenn du noch... Oh, wir können schon Kanonen bauen, aber nicht updaten. Hätten wir Kanonen, wäre das jetzt easy peasy. Aber müssen wir auch so schaffen, glaube ich. No problemo. Ja, und genau, wenn ich die Ersatzkarte drin habe, ich weiß nicht, wie die Performance dann ist. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Genau, lass doch mal hier die Religion verbreiten. Bei den größeren Städten, wie zum Beispiel Peking. Voll zum Wählen. Macht einen Tempel. Nee, macht nur Glauben, keine Zufriedenheit. Kultur. Tour, Werkstatt, bringt alles keine Zufriedenheit. Naja, machen wir doch mal noch eine Kanone. Nee, muss doch eine Kanone. Forschung wählen. Dünger fürs Wachstum. Ach, Quatsch, Dünger fürs Wachstum. Was brauchen wir denn überhaupt? Die Husaren. Ja. Das Wirtschaftswesen ist auch nicht verkehrt, wegen unserer Spezialgebäude Kaffeehaus.
das plus 5% Produktion und plus 2 Produktionspunkte bringt. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Wir werden, wenn dann noch den Husar sehen, der schnell Distanzangriff ist, besonders wenn. Ich weiß gar nicht, was der Husar ersetzt. Wir haben Ritter. Ist das der. Wie heißt er? Die Kavallerie wahrscheinlich. Hm. Friedensvertrag ablehnen. Ach, die Schiffe im Hafen. Die Schiffe können ja auch noch angreifen. Ja, okay. Hat er gut gemacht. Chapeau. Werde ihm aber leider nicht mehr viel bringen. Habe ich dich nicht? Ja, mach doch den Bonus gleich rein. Huh, jetzt ist die Frage. Oh, ich kann? Nee, leider keine zwei Felder auf einmal. Aber ich kann hier so mich bewegen, ja. Wir bombardieren hier weiter Seoul, auch wenn das bedeutet, dass er hier die Zone nichts machen kann. Aber ich werde die Angriffe hier nicht aufgeben. Ach, wobei, du kannst hier hin und dann gucken, ob du nicht vielleicht gleich zur Kanone werden willst. Die Kampfhenne ist die Religion erster Wahl, jetzt auch in Salzburg. Und wir haben endlich mal wieder eine neue Nahkampfeinheit, die wir hier hinbringen. Wenn wir später Palenka einnehmen werden, das dann hoffentlich einfacher funktioniert. Aber die haben ja keine Vatschas und keine Berge drumherum, von daher passt das alles. Haha! Sie wiegen sich jetzt in Sicherheit, aber zack, schon ist die nächste Fernkampfwaffeneinheit da, um dafür Ruhe zu sorgen. Zack, zack. Erst aufweichen. Dann einnehmen, ja. So, jetzt muss das aber nächste Runde mal hier, ne? Sonst. Aha. Ah, wir haben ja ganz viel Gold. Mit dem kaufen wir uns jetzt, ach. Auch nicht. Gibt es denn Städte, die uns mit einer gekauften Einheit beglücken können, ohne dass... mach mal einen Ritter, der ist nämlich schneller da. Ohne dass wir hier in die Bredouille kommen. Produktion wählen. Da nehmen wir noch einen Ritter. Oh, jetzt haben wir alle unsere Pferde verbraucht. Ja gut, wir haben ja nur irgendwie eine Handvoll. So, Daumen drücken. Ah, sie gehen auf die Fernkampfwaffeneinheit. Falsch gedacht, denn dieser Musketier ist viel, viel gefährlicher für euch. Ich werde es euch gleich zeigen, warum. Wohlgenährsten Völker, das sind wir. Ach Quatsch, das ist Korea. Also, gleich sind's wir. Hahaha. In Stellung gehen. Ah, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee. Können wir auch so gewinnen. Yay! Österreich! 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 Marionette erstellen! Das war teuer. Hat Seoul denn keine Wunder? Nö, oh Gott. Na gut, die Pyramiden. Ne, 1 Kultur. Aber unsere Bauarbeiter arbeiten dafür schneller. Das ist doch schön. So, dann kriegst du die Beförderung, die du dir schon immer gewünscht hast, zur Kanone. Spezialagent Hubert braucht eine neue Heimat, da wir jetzt alles gemacht haben. Palenque ist doch eine schöne Stadt, um seinem Spionagedasein nachzugehen. Du bleibst. Du gehst nach vorne. Weiter sogar, ja. Ach, sehr schön. Wie das alles am Schnürchen klappt. Religion verbreiten. Schau mal. Ah ja, sehr schön. Dünn, dünn. Huch, sie wollen Seoul wieder einnehmen. Und haben dementsprechend auch Einheiten. Hm. Aber wir haben jetzt Kanonen. Oh, und außerdem plus 15% Kampfstärke. Das sieht nicht gut für euch aus, wenn ich das so sagen darf. Was ist das? Ah, und zerstört. Wunderbar.
Hier. Tauscht ihr beiden, dann können wir von Seoul aus nämlich schon die ersten Angriffe starten. Irgendwas ist gerade gebloppt, habt ihr das gehört? Monument, Tempel. Nein, 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 nein. Ach Gott, was soll man hier bauen? Oh, Wohlstand, das ist auch, braucht man nicht wirklich. Ja, mach mal ein Musketier, da freuen wir uns in 38 Runden drüber, wenn wir es schon wieder vergessen haben. Ritter können wir nicht mehr bauen, dafür aber Kanonen. Kanonen sind die Einheiten, die man jetzt so hat. Die Frage ist, tun wir uns Busan noch an oder schließen wir Frieden? Wir schließen, glaube ich, Frieden. Wie kann dieser Konflikt beendet werden? Das sieht gut aus. Gib mir noch Perlen. Vorschlagen. Nein, nimm natürlich nicht an. Vorschlagen. Nun gut, Handel. Gib mir Perlen. Vorschlagen. Okay, gib mir Perlen gegen Mammon Gold. Willst du auch nicht? Na gut, ich weiß, bist wahrscheinlich schon ein bisschen sauer. Nimm dir deine Zeit, beruhig dich wieder. Ich komme später nochmal vorbei. Vielleicht überlegst du es dir dann nochmal. So, das bedeutet nur noch eine Stadt übrig, um auf Unsterblicher zu gewinnen. Zu gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ja, wir sollen vielleicht trotzdem weiterspielen. Was? Ich habe mich gerade zurückgelehnt und gedacht, oh ja, wird schon. Ja, bis mir aufgefallen ist, dass ich ja noch spiele. Ja, schade, dass wir die Armbrustschütze nicht zu Kanonen upgraden können. Das wäre zu schön gewesen. Peking ist jetzt kurz vorm Rüb. Ah, plus 6 Druck ist eigentlich relativ wenig. Ich hätte gern in Paris meine Religion gesehen. Und Jeanne d'Arc macht sich auf den Weg. Da müssen wir uns jetzt überlegen, wie gehen wir da taktisch richtig vor? Nehmen wir erst Tikal ein und dann Palenque. Ich glaube, es wird nötig sein, denn nur hier unten die Armee rüber, das wird, na, Tikal hat 35, Palenque hat 42. Mit einer genügend großen Kanonenarmee dürfte das kein Problem sein. Das können wir probieren. Das bedeutet aber auch ab sofort keine Spirenze mehr. Ich hätte gerne ganz viel Geld, um hier die ganzen Marionettenstädte befrieden zu können, also annektieren zu können, um dann dort Militäreinheiten zu bauen. Denn so wie es momentan aussieht, kann ich ja nur hier in den alteingesessenen Städten Militäreinheiten bauen. Alle anderen machen irgendwie teure Nonsens-Tempel und so Zeug, was wir eh nicht mehr brauchen. Aber woher nehmen wir nicht stehlen? Naja, zumindest können wir ja schon mal hier mit eins nach dem anderen vorwärts gehen. Lass uns mal überlegen. Paris ist eine große Stadt und wird sich bestimmt wunderbar in meinen Ländereien machen. Wir sind trotzdem bei minus 3. Gibt es denn Sejong ist der Einzige, der noch Luxusgüter über hat. Vielleicht ist er jetzt bereit, darüber zu reden. Nee, das ist eine Beleidigung. Das ist keine Verhandlung, das ist eine Beleidigung. Ich wüsste aber auch nicht, was man noch machen könnte. Ich habe überall Kolosseen gebaut. Der Circus Maximus. Der Circus Maximus wäre eine Möglichkeit. Schade, dass wir unseren großen Ingenieur schon benutzt haben. Benemus geht 28 Runden. Das ist. Nee. Nee, da bauen wir lieber mehr Kanonen und nehmen die Welt ein, auch wenn wir dann unzufrieden sind. Also, wenn unser Volk unzufrieden ist, wir sind ja zufrieden. Mehr Kanonen. Das ist die erste Wahl jetzt für uns, denn damit kann man Städte ganz easy peasy einnehmen. Und, was ist unser Ziel? Städte einnehmen. Und das ist natürlich besser, wenn man das easy peasy machen kann. Logik. Grundkurs. Logik ist mein Hauptfach. Dahin. Sage ich jetzt einfach mal. Du gehst hier in Stellung. Ach Gott, ich bin hier. Ich merke, ich brauche mal wieder eine Pause. Oh,
Garnisonstädte steigert lokale Stadtzufriedenheit und Kultur um 1. Oder aber plus 15%. Nee, dann nehmen wir das und hoffen, dass... wir haben nur eine Garnisonstadt. Ja, nee, ich brauche die Armee da vorne. Da, ich mache jetzt da keine Garnisonstädte. Aber wenigstens, was weiß ich, was kostet denn... Ach, nee. Was kostet denn ein Krieger? Kauf. Speer. Gucken wir mal, ob der Speer zählt. Dann machen wir hier überall Speer rein. Und sind bei plus 1 Zufriedenheit gleich, wenn ich in Shanghai noch einen Speer zur Stadtverteidigung benutze. Einheimbeförderung, plus Sichtweite. Ja. Fortify. Du auch. Plus Sichtweite, Fortify. Plus Sichtweite und Fortify. Und du, Fortify ist auch. Genauso wie du. Position wählen. In Linz. In Megan. Eine Kanone. Ganz klar. Ja, damit war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Let's Play Civilization 5 mit Egonson. Bis dann. Ciao.